Liebe Freunde, Edith Wharton, passionierte Italienreisende und amerikanische Reiseschriftstellerin, bestieg Ende des 19. Jahrhunderts die Kutsche, die aus dem Alpenschlaf erwacht war, um den kalten Pass bei Sonnenaufgang zu erklimmen und dann in heißen Serpentinen in ein Land hinabzusteigen, wo Kirchtürme sich in Campanili verwandeln, wo der Wein aus der Gefangenschaft der Senkrechten ausbricht und sich in befreiter Umarmung um die Maulbeerbäume windet und wo in der Ferne jenseits der Ebene die lockende Luftspiegelung der Dome und Türme, der bemalten Wände und der skulpturenreichen Altäre sogar in die hintersten Winkel der Erinnerung strahlt. Wer den Splügenpass von Norden her überqueren will, gelangt vom Hauptort von Graubünden, der Bischofsstadt Chur, leicht und schnell nach Thusis, dem Ausgangsort zum Pass. Edith Wharton schrieb in ihren italienischen Reisebildern: Eine der großen Freuden auf Reisen ist doch die Suche nach Kontrasten. Und für diejenigen, die sich dieser Suche verschrieben hat, kann es keine bessere Vorbereitung auf den Abstieg nach Italien geben, als einen Aufenthalt in den Hochtälern der Schweiz. Von Thusis aus führte die Straße 85 Kilometer lang über den Pass nach Cervenna, um bald danach den Comer See zu erreichen. Nach Baumgartner in seinem Buch von 1834, Die neuesten Kunststraßen über die Alpen, wurde in Chur für die Splügenpassage eine Maut erhoben, die von hier bis an die lombardische Grenze mit 15 Batzen für zwei Pferde festgesetzt war. Das von dem wenig bekannten Maler Julian Umbach gestaltete Bild zeigt den Ausgangsort in Richtung Splügenpass. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hatte Thusis große Bedeutung für den Transithandel, hatte Stallungen für 400 Pferde, mehrere Gasthäuser und Läden. Mit dem Bau der Gotthardbahn Ende des Jahrhunderts allerdings verlor das Dorf schnell seine Bedeutung. Auf dem Weg nach Splügen führt der Weg durch die vom Hinterrhein durchflossene Schlucht der Miamala, berüchtigt durch den 1934 veröffentlichten Roman John Knittels. Bis ins 19. Jahrhundert hinein konnte die Schlucht nur zu Fuß, mit Pferd oder Maultier, auf schmalem Pfad durchgangen werden. Mittels aus dem Fels gehauener Halbgalerien hatten schon die Römer einen Saumweg durch die Viamala-Schlucht begehbar gemacht. Im Mittelalter jedoch verfiel der schlecht unterhaltene Weg zusehends, was der Schlucht ihren heute bekannten Namen Via Mala einbrachte. 1738 dann begann der Ausbau einer ersten Straße mit zwei eigens errichteten Brücken. Im Jahr 1818 wurde die neue Kunststraße durch die Österreicher erbaut, die im Süden über das Königreich Lombardei-Venetien regierten. Im Jahr 1823 war sie auf voller Länge befahrbar. Zuvor galt der Splügenpass als gefährlich, was den Basler Seidenhändler Andreas Rüff im Jahr 1587 dazu führte zu erklären, er reise lieber zweimal über den Gotthard als nur ein einziges Mal über den bösen Splügen. Obwohl meist nur schnelle Durchgangsstation, bot Splügen Edith Wharton ruhigen Aufenthalt und eine schöne Aussicht. Ich zitiere: An allen Seiten kann man von den mit Erlen gesäumten Ufern des Rheins durch Lärchendickicht, das von frisch entsprungenen Bächlein vibriert, auf grasbewachsene Höhen steigen, von wo aus man das Tal südwärts auf eine Unmenge von Gipfeln hin sich erstrecken sieht. Für die Gäste des Hotels Bodenhaus war der Höhepunkt des Abends die Ankunft der Postkutschen. Von fern erklingen Glocken und bald strecken die erschöpften Führer der Kutsche aus Thusis ihren Kopf um die Ecke. Die grellgelb gestrichene Kutsche überquert die mit Kopfstein gepflasterte Bühne und schwingt sich in einem grandiosen Bogen vor die Tür des Gasthauses. Die Türen der Postkutsche öffnen sich für diese sonderbare Menagerie von Leuten,
die man nur auf Reisen trifft. Baumgartner verließ Splügen an einem kalten, aber heiteren Morgen über die Jochbrücke über den Rhein, bei welcher man sich nochmals der schönen Aussicht nach dem üppigen Wiesenteppiche des Rheinwaldtales erfreut und den beiderseits hoch emporsteigenden Gebirgsmassen, vor allem aber nach der majestätischen Felsenpyramide des Mittagshorns und nach jenen hohen Gletschern hinauf, welche in ihrem eisigen Busen die ewig sprudelnden Quellen des Rheins enthalten. Durch die Konkurrenz der Simplonstraße bangte das habsburgische Königreich Lombardo-Venetien um das Verkehrsaufkommen über den Splügen, weshalb es auf eigene Kosten die Fahrstraße über die Landesgrenze hinaus bis zum Dorf Splügen erbauen ließ. Ihr Bau war eine anspruchsvolle Ingenieurleistung, denn diese weist 75 Spitzkehren auf, wovon 52 auf der italienischen und 23 auf Schweizer Seite liegen. Sie entspricht im Wesentlichen der heute noch befahrenen Route. Für Baumgartner gab die helle Mittagssonne dieser winterlichen Landschaft einen eigentümlichen Reiz. Kein Lüftchen bewegte sich und kein Wölkchen trübte das reine Blau des Himmels. Nur ein leises Gemurmel unterbrach die feierliche Stille der Natur. Es war das Herabrieseln der Wässer, welche der milde Sonnenblick dem starren Eispanzer entlockt hatte, die sich alsbald zu einem Bache sammelten und in so gewaltigem Gefälle hinunterstürzten, dass die Straße nur mittelst Wendungen folgen konnte. Die alte Splügenroute dagegen war durch Felsstürze und Lawinen stark gefährdet. Letztere hatten der Armee des französischen Marschalls MacDonald arg zugesetzt, die im Dezember 1800 trotz tobender Winterstürme mit 15.000 Mann den Pass überschritten hatte. Besonders in der unwegbaren Cardinello-Schlucht kam es zu hohen Verlusten und Hunderte von Soldaten wurden von Lawinen in die Tiefe gerissen. Der Lindauer Bote war ein Transportdienst zwischen den Städten Lindau und Mailand, mit welchem seit dem 14. Jahrhundert bis zum Jahr 1824 Waren, Post und Reisende transportiert wurden. Die Reisedauer betrug gut 5 Tage, doch Unfälle, schlechte Straßen und Unwetter konnten die Transportzeit auch erheblich verlängern. Im Juni 1788 nutzte Johann Wolfgang von Goethe für 122 Gulden den Lindauer Boten anlässlich seiner Rückkehr von der ersten Italienreise. Mit dem Neubau der Fahrstraße nahm die Beliebtheit der Splügenroute zu. Reisten 1839 noch 1456 Personen über den Pass, waren es nur 30 Jahre später schon fast 20.000. Um Reisende, Säumer und Fuhrleute vor den Lawinen zu schützen, wurden beiderseits des Passes zahlreiche Galerien erstellt. Die einzige im Originalzustand erhaltene ist die 312 Meter lange Galerie auf der Nordseite des Passes. Sie konnte 1843 nach 10 Verhandlungen zwischen der Lombardei und Graubünden und dank der finanziellen Unterstützung von Habsburg-Österreich erbaut werden. Im Hintergrund des Bildes von Bodmer sehen wir die Häuser der ersten Siedlung auf der italienischen Seite des Passes. Schon Achim von Arnim kam 1802 durch diese kleine Siedlung, die nach Baumgartner mit allen Drangsalen einer Gegend zu kämpfen hat, aus welcher beinahe alle Vegetation verbannet ist, wo kein Baum die öden Bergflächen bedeckt und selbst das Feuerungsmaterial weit hinaufgeschleppt werden muss, um sich gegen die Strenge des langen Winters zu schützen, in welchem nicht selten die Schneemassen bis an die Fenster des ersten Stockwerks hinaufreichen. Führte die alte Straße noch durch die unwegsame Cardinello-Schlucht, so umging sie die neue Straße, denn diese steile Schlucht gehört zu den am schwierigsten zu bewältigenden Abschnitten für den Straßenbau. Baumgartner bewunderte das prächtige Schauspiel des Wasserfalles von Pianazzo am linken Ufer des Liro,
welcher hier wütend über die abgestürzten Gneistrümmer hinuntertobt. Die bedeutende Wassermenge stürzet sich in vereinigten Wogen gegen 800 Fuß hoch und unmittelbar an der Straße über eine schwarze, fast senkrechte Felsenwand 300 Fuß hinab und löset sich in Staub auf, den der Wind in die Lüfte zerstreut. Gern verweilt das Auge bei diesem herrlichen Schauspiele, bis es eine Biegung des Tales verbirgt. Kurz danach begann für Edith Wharton das sichtbare Italien mit dem Tal des Liro, wo in einer wilden Salvator-Rosa-Landschaft der schöne Campanile der Madonna von Calavaccio sich über den Lauben aus Walnussbäumen erhebt. Danach erklärten die Dörfer ihre Zugehörigkeit zu Italien immer offener. Die sich aneinander drängenden Steinhäuser verschwanden fast in der Fülle von Granatapfelbäumen und Oleander. Pergolen mit Weinreben überschatteten die Türen, aus rauem Bauerwerk gehauene Terrassen quollen über von Rosen und Dahlien und zwischen den Walnusshainen lagen kleine Beete mit Melonen und Maisfeldern. Von hier vermehrt sich die Häuserzahl und das bisher enge Tal erweitert sich und am Eingange eines Seitentales erhebt sich die Stadt Giavenna. Nach Worten war diese so fantastisch malerisch wie der Hintergrund eines Freskos mit ihren alten Häusern, mit den Medaillons über den Toreingängen aus verwittertem Marmor, mit ihren Innenhöfen voll bunter Blumen und überschattet von den Weinreben in Spalieren, dem weißschaumigen Ungestüm der Mera, die zwischen den Gärten, Balkonen und Terrassen dahinbrauset. Und noch einmal Baumgärtner. Bald erheben auch einzelne Kastanienbäume zwischen dem starren Geröffel ihr freundliches Grün und beschatten mit den weit gebreiteten Kronen die ärmlichen Häuser. Und in dem Maße, als die Steintrümmer unter den Pflanzen verschwinden, wird die Gegend freundlicher und die sorgfältig erhaltene Straße führt uns mit leichtem Gefälle und weit verteilten Wendungen stets abwärts zum Comer See. Im Jahr 1832 schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy im letzten seiner italienischen Reisebriefe: Aber glaubt mir, die italienischen Seen sind nicht das Unbedeutendste im Lande. Schöneres habe ich noch nie gesehen. Liebe Freunde, mit dem Blick auf das Sperrfor auf dem Reschenpass stimmen wir uns auf dessen Passage ein. Es wäre schön, wenn ihr euch auch diesen abenteuerlichen Übergang über die Alpen ansehen würdet. Bis bald!